Ja, herzlich willkommen wieder bei Boom und Finanzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es natürlich nochmal um Gnosipay. Ich habe damit ich habe es aufgeladen und den ersten Einkauf gemacht und ja, auch getestet, ob man es überziehen kann oder nicht überziehen kann. Und das sind die ganzen Updates in diesem Video. Und nochmal obendrauf, ich habe eine Bitte. Guckt euch das erste Video an. Ich kann mich nochmal wiederholen. Die MetaMask Wallet ist der Hauptschlüssel zu Gnosipay. Und Gnosipay selbst, wenn ihr eingeloggt seid, ist das der Hauptschlüssel für eure Safe Wallet, weil mit der Safe Wallet könnt ihr nämlich dann am Ende das Ganze aufladen und das ist dann auch verbunden mit Gnosipay, mit der Kreditkarte. Und ja, ich hole euch mal ab, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze auch funktioniert hat natürlich. Ich finde die Technik hier richtig genial und obendrauf, wie gesagt, der KYC-Verfahren ist dafür da, dass ihr 18 seid. Weil die Visa-Karte kriegt man natürlich erst ab 18 Jahren. Ich sag mal so, vorab ist das so ähnlich wie eine Prepaid-Karte. Ich hatte im ersten Video recht, weil eine Überziehung der Karte funktioniert nicht und das zeige ich euch hier jetzt live. Ja, hier einmal, ich war beim Edeka einkaufen und habe mal 96,45 € ausgegeben. Gut, 5,64 € sind noch drauf, aber das macht nichts. Ich werde es nämlich nochmal aufladen für meinen Urlaub und dann mal gucken, wie das so funktioniert, wenn ich im Ausland bin. Mit der Kartenzahlung, wie tanken, essen gehen und ja, mal gucken. Ich werde die Grenzen ausschöpfen und definitiv nach meinem Urlaub sozusagen auch nochmal ein Update geben. Aber hierzu, ihr seht ja, hier haben wir zweimal durchgestrichen. Das heißt, ich habe hier nochmal versucht beim Edeka, ob man die Karte überziehen kann. Das funktioniert schon mal nicht, das ist gut. Also ein Themenpunkt, so ähnlich wie eine Prepaid-Karte. Klicke ich hier drauf, sehen wir Shopping natürlich in Deutschland. Hier hat man eine deutsche Flagge und hier hat man auch gleichzeitig die Wallet-Adresse. Hier kann man die Transaktion nochmal nachprüfen, was ich richtig genial finde. Klicke ich da drauf, sehe ich hier einmal die Transaktion, was hier getätigt wurde. Ich hatte auf dem Konto 104,65 US-Dollar, 96,45 US-Dollar wurden hier ausgegeben. Ich habe keine Fees bezahlt. Die Transaktionsfee habe ich hier auch null bezahlt, also ist fast gar nichts sozusagen. Und ja, also von daher richtig genial. Also man kann es ja auch bei Gnosipay richtig gut nachvollziehen. Und dann einmal in Amerika auch nochmal ein Shopping durchgeführt. Hier sieht man auch nochmal, hat funktioniert. Ich kann es auch nachvollziehen. Und hier wurde der US-Dollar umgerechnet in Euro für die Abbuchung. Also auch diese Zahlung hat wunderbar funktioniert. Und ja, also in Amerika sowohl in Deutschland funktioniert die Visa-Karte schon mal einwandfrei. Habe ich schon mal getestet. Und auf der Wallet selbst sieht man das Ganze auch. Man sieht hier die Einzahlungen und Abhebungen auch nochmal insgesamt auf der Wallet, was passiert ist. Und wenn ich hier draufklicke auf Transaktions mehr, dann komme ich auf meine Safe Wallet. Das ist meine Safe Wallet. Auf diese Safe Wallet komme ich nur mit dem Zugang mit dem Gnosipay. Damit ist natürlich die MetaMask Wallet schon mal aus dem Spiel raus. Das heißt, Gnosipay ist verknüpft mit der MetaMask Wallet und Gnosipay ist dann am Ende mit der Safe Wallet verknüpft. Und ja, das heißt, wenn ihr die MetaMask Wallet verliert, kommt ihr an keine einzigen Daten mehr dran. Was natürlich dann vielleicht ein bisschen blöd ist, aber hier, wie gesagt, könnte man rein theoretisch auch nochmal den Support anschreiben, dass man da was machen könnte. Genau, hier sieht man natürlich meine Bezahlung im Edeka. Ich habe hier mit Krypto bezahlt, ohne irgendwie was anzugeben, Großartiges, wie Adressnachweis oder so. Also hier zahlt man definitiv mit seiner Safe Wallet, mit der Visa-Karte, mit Transaktionsnachweisen, was richtig cool ist. Hier auch nochmal. Und ich habe ja gesagt, Gnosipay ist verknüpft und mit der MetaMask Wallet habt ihr hier keinen Zugang. Auch wenn meine MetaMask Wallet hier verbunden ist, hat keiner die Möglichkeit, aus meiner Safe Wallet etwas zu tauschen oder zu überweisen. Weil klicke ich hier mal drauf auf Swappen. Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch was drauf? Ja, ich habe sogar noch was drauf. Und hier in Euro und US-Dollar. Hier habe ich jetzt zum Beispiel X-Day drauf. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte 2X-Day. Funktioniert nicht, weil ich bin nicht verifiziert mit meinem MetaMask Wallet und ich kann hier dieses Geld zum Beispiel nicht umswappen. Dasselbe zählt natürlich auch in der Auszahlung. Möchte ich Geld versenden,
Sag mal, ja, ich möchte es versenden, kann ich hier definitiv sagen, es funktioniert nicht. Ich kann jetzt halt meine MetaMask Wallet nehmen, ich möchte jetzt sagen, ich möchte das Geld jetzt hier einmal abheben. Ich tue es jetzt hier hinzufügen, ich nehme jetzt halt 2 X-Day, gehe auf den nächsten Schritt und hier gibt es schon eine Warnung, ich bin nicht verifiziert mit meinem Account. Das heißt, keiner kann hier auf dieser Safe Wallet etwas wegnehmen. Was wirklich genial ist. Das Einzige, was hier funktioniert, wie ihr dieses Geld hier runterbekommt von der Safe Wallet, funktioniert nur über eure GnucyPay Zugangsdashboard. Und das ist natürlich mit der MetaMask Wallet am Ende verknüpft. Genau, weil hier können wir nämlich das Ganze senden, hier können wir empfangen und das Ganze ist nämlich verbunden mit der Safe Wallet. Also ihr müsst definitiv alles über die Pay hier, über das Dashboard durchführen. Andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Also Fazit, Zahlungen funktionieren. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist das Kontaktlose. Man muss definitiv die Karte in das Gerät reinstecken, deinen PIN eingeben und dann geht die Zahlung auch durch. Genau. Überzahlungen, also kann man hier Minus kommen. Fazit, nein, funktioniert auch nicht. Wir haben hier festgestellt, wie im ersten Video auch schon mitgeteilt habe, warum ist meine Vermutung gewesen, ist so ähnlich wie eine Prepaid-Karte. Es ist auch so ähnlich wie eine Prepaid-Karte. Man lädt es natürlich mit Krypto auf und man kann mit Krypto zahlen, also mit dem Euro R. Also es funktioniert, ich werde euch definitiv auch nochmal ein bisschen auf den Laufenden halten, euch nochmal Updates geben, mal gucken, auch vielleicht Ende des Monats nochmal oder nach meinem Urlaub, dass man hier nochmal andere Transaktionen sehen kann. Im Ausland natürlich, dass ich da auch gezahlt habe, tanken, essen gehen, Essen bezahlen, einkaufen gehen, so eine ganzen Sachen. Also ich gucke, wo wirklich hier das Limit ist. Und werde euch dann nochmal ein Update geben. Den Link selbst findet ihr unten in der Videobeschreibung, da auch die Nachfrage zum Affiliate-Link da war für die Unterstützung, ist jetzt in der Videobeschreibung hinterlegt. Also ihr könnt gerne den Link nutzen, damit unterstützt ihr diesen Kanal natürlich ein bisschen. Und ja, das war's definitiv von meiner Hinsicht. Es ist keine Anlageberatung oder sonst irgendwas. Es ist nur meine Erfahrung. Ich teile hier meine Erfahrung mit dieser Karte. Jeder muss selbst entscheiden, was er macht. Aber ich finde es hier definitiv cool. Es gibt auch noch ein Projekt, da bin ich mit drin. Also im Pre-Sale bin ich mit drin. Da wird auch versprochen, alles anonym. Und die zweite Karte ist natürlich mit dem KFC-Verfahren. Und hier ist es definitiv so 100% anonym, weil es ist so ähnlich wie gesagt eine Prepaid-Karte und mit eurer Safe Wallet verbunden. Und für die Safe Wallet braucht ihr keine Daten hinterlegen. Das war's jetzt. Viel Spaß damit und bis bald.